So, hallo Freunde. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Hab hier einen Artikel, also ich habe jetzt da schon mehr gesehen, auch ein paar Filme dazu über die Waldbrände, also gerade in Griechenland jetzt, die wo halt wirklich Fragen aufwerfen, ob das da nicht mit irgendeiner energetischen Waffe geschehen ist, dieses Unglück. Also in diesem Artikel geht es halt auch darum, dass die Felgen geschmolzen sind und viele Bäume einfach noch dastehen, die sind nicht verbrannt. Dann, also die Schmelztemperatur von Aluminium liegt ja bei 660 Grad und bei Eisen bei 1538 Grad. Und sogar Autoscheiben sind ja wie pulverisiert. Und da ist ja der Schmelzgrad noch höher. Naja, Häuser sieht man nicht mehr, einen Kamin noch. Also Wahnsinn. Das sieht halt sehr ähnlich aus, wie es letztes Jahr im Herbst in Kalifornien war. Also es ist echt krass. Jetzt schauen wir uns mal die Bilder an. In Griechenland. Also hier sieht man es. Die Autos komplett ausgebrannt, die Felgen geschmolzen. Dann stehen da aber noch Bäume da hinten. Also sehr merkwürdig, wie sowas sein kann. Vor allem, es existiert auch so ein Werbefilm für so eine Waffentechnologie. Den werde ich euch zum Schluss einspielen, wenn ich ihn finde, hoffe ich. Also, verrückt, die ganzen Autos ausgebrannt, die Bäume stehen noch da. War aber ein Waldbrand. Also, vor allem hat sich also die Brände allgemein, die haben sich ja so schnell verbreitet. Also die Windgeschwindigkeit war nicht mehr so hoch. Ich verlinke euch das, könnt ihr euch das mal anschauen. Jetzt schauen wir uns noch Drohnenaufnahmen an vom Kalifornien. Ist auch sehr interessant, zeige ich euch mal. Also wie man jetzt hier schon sieht, da sind noch ziemlich viele Bäume da. Das sieht man gleich besser. Also ist alles irgendwie platt, die Häuser ist alles platt, aber es stehen noch Bäume da. Also das wirft für mich persönlich auch wirklich Fragen auf. Ganze Häuser weg, alles weg. Die Bäume stehen noch. ABL has demonstrated all of the key technologies needed to bring a new generation of weaponry to warfighters. High power weapon systems testing is the next step. All airframe modifications are complete, and the plane has logged over 500 flight hours of operational testing, involving over 100 sorties. The high energy laser's power and runtime have been demonstrated, and components have been fully refurbished. Laser integration into the aircraft will be followed by activation and high power lasing tests on the ground and in flight, leading to the shoot-down of a threat ballistic missile in 2009. This requires focusing the lethal beam at extended ranges, precisely on target, on a very short timeline. It is here that a speed of light-directed energy weapon provides unique advantages, countering the missile threat during its vulnerable boost phase and providing track information and cueing to other elements. ABL is a force multiplier for the entire ballistic missile defense system. In 2007, ABL successfully demonstrated one of its most challenging tasks, illuminating, tracking, and propagating an atmospherically compensated beam against a distant target. The system demonstrated that it could illuminate the target with a low-power track illuminator laser, TIL. The return of the TIL beam off the target is then used to achieve a high precision track and the rapid designation of an aim point
for the high-power laser. Once precision track of the target is established, the Beacon Illuminator Laser, or BIL, measures the wavefront distortion caused by the intervening atmosphere. Corrections are applied to the high-power beam optics, which, in an actual engagement, would result in more than lethal energy deposited on the target. Repeated multiple times with a substitute low-power laser at the same wavelength as the larger chemical laser, each engagement required only seconds. Had the high-power laser been on board, a missile threat would have been stopped cold, suffering catastrophic damage. With the high-power laser tested on the ground and the beam control and battle management systems tested in the air, ABL is now on a single high-power integration path, culminating in a missile shootdown. So, das war jetzt das Werbevideo für dieses Waffensystem. Ich verlinke euch das alles, auch das komplette Video. Ist halt in Englisch. Könnt ihr euch das mal alles anschauen und durchlesen und euch euer eigenes Bild machen zu dieser Meinung. Ja, dann wie immer danke fürs Zuschauen und bis bald.